zusammen, ZDF, heute live hier, euer Livestream zu aktuellen Ereignissen und Diskussionen. Herzlich willkommen. Wir diskutieren gerade sehr hart und scharf seit ein paar Tagen über die Frage, ob Menschen, die schon geimpft wurden, mehr dürfen, sollen, wieder können. Ich glaube, das war grammatikalisch nicht ganz korrekt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also sollen die quasi Dinge wieder dürfen, die Menschen ohne Impfung noch nicht dürfen. Zum Beispiel sowas hier, wieder aufs Konzert gehen, nur mit Impfung. Da diskutieren wir seit ein paar Tagen drüber. Die Frage treibt jetzt auch die Politik um. Heute hat sich der Deutsche Ethikrat dazu geäußert. Wir sprechen gleich mit der Vorsitzenden Professor Alena Büchs über diese Frage, die da mal wieder eine sehr differenzierte Sicht hat. Fragen und Kommentare interessieren uns wie immer auch. Also bitte hier einmal in die dafür vorgesehenen Kommentarspalten schreiben oder eine gute alte E-Mail an zdfheute-live@zdf.de. Die kommt dann bei mir an. Ich gucke, was ich mitnehmen kann. Aber zuerst möchten wir mit jemandem reden, der von diesen ganzen Einschränkungen ziemlich betroffen ist. Beruflich, privat natürlich auch, aber besonders beruflich, denn er kann mit seiner Band seit gut einem Jahr nicht mehr auftreten. Und wir sprechen jetzt mit Smudo von den Fanta 4. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Mal ganz persönlich gefragt, wie ist gerade die Stimmung bei dir und bei euch? Ich glaube, die Stimmung ist ganz nicht nur bei mir und bei uns, sondern im Allgemeinen nicht so gut. Also keiner hat mehr, alle sind im Lockdown-Blues. Das ist natürlich keine schöne Stimmung. Hinzu kommt, dass wir natürlich, wir hatten letztes Jahr 30 Jahre die Fantastischen Vier gemacht. Die Tour, das funktioniert nicht. Wir haben die vertagt auf dieses Jahr und sollte es dann nicht gehen, werden wir sie weiter nach vorne schieben, bis es dann wieder geht. Aber was will man machen? Ne? Es ist unsere erste Pandemie, unsere allererste Pandemie. Wir sind alle der Wirt für ein Virus und dementsprechend müssen wir uns eben auch verhalten, dass wir den Virus loswerden. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie ein Hund, der mit Flöhen befallen ist, da muss quasi auch jedes Körperteil mitmachen, sonst kriegt man den Floh nicht los. So, für alle, die jetzt aus irgendeinem Grund nicht genau wissen, wer du bist und was du gemacht hast, haben wir einen ganz kurzen Einspieler gemacht, um dich vorzustellen. Bitte schön, Annika Scholz hat das zusammengestellt. Smudo, das ist ein Teil der Fanta 4. Sie machten den Rap in Deutschland populär. Doch wie viele andere Künstler trifft auch sie die Corona-Pandemie mit voller Wucht. Anstatt auf der Bühne zu schwitzen, heißt es zu Hause bleiben. Ihre für 2020 geplante Jubiläumstour 30 Jahre live haben sie um ein Jahr verschoben. Für die Fans gab es immerhin ein Trostpflaster, den Song Irgendwann. Die Message dahinter: Lasst uns die Zeit zusammen durchstehen. Irgendwann schauen wir auf sie zurück. Schauen wir auf die Zeit zurück. Staunen, was übrig blieb. Tja, also eine Durchhalteparole von den Fanta 4. Jetzt gab es gestern eine große Diskussion, ausgelöst vom Chef des Ticketverkäufers und Konzertveranstalters Eventteam, der sagte, wenn denn Impfstoff da ist, ne, dann soll es vielleicht doch möglich sein, dass Konzerte nur für Geimpfte stattfinden. Jetzt habe ich gerade schon ein abschätziges Lachen gehört. Das heißt, Meinung dazu? Ja, ausgerechnet Klaus Schulenberg sagt sowas. Na klar, der Live-Branche geht es nicht gut, aber das halte ich natürlich eher für eine Botschaft an die Auktionäre, auch dran zu bleiben und nicht aufzugeben, weil es gibt noch nicht mal einen Standard sozusagen, was die Dokumentation von geimpft oder nicht geimpft angeht. Das ist eine sehr theoretische Sache und bei dem aktuellen Tempo und auch wenn es noch deutlich schneller gehen würde, wessen Konzerte will man denn besuchen, von Mireille Mathieu oder von Roger Howard Carpendale? Es betrifft ja erstmal die Älteren und die Risikogruppen. Hier kommt gerade ein Kommentar dazu, passend sogar keine Gedanken. Von Thomas Schreiber, ja, der meint, höre. Also wenn erst die 80-Jährigen geimpft werden, dann geht es wohl erstmal mit den Amigos-Konzerten los. Gut, die möchten natürlich auch auftreten. Was man auch noch nicht weiß, ist, wie sich der Virus weiter verhält, wie es durch verschiedene Generationen von Mutationen mit dem Virus weitergeht, inwiefern man nicht weiter ansteckend ist, wenn man geimpft ist oder nicht. Und das ist alles viel zu früh. Und ich finde es dann blöd, 8, 9 Schritte im Voraus, sich den Mund fusselig zu reden, wenn man eigentlich ganz andere Probleme direkt vor der Haustür hat. Das heißt, ihr bei den Fanta 4 seid da ziemlich konform und sagt, wir gehen auf Nummer sicher. Erst wenn es wirklich safe ist, gehen wir wieder auf Tour. Und wenn es dann halt die 33-jährige Tour ist. Nein, also das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ich spreche jetzt davon, ob man geimpft oder nicht geimpft diskutieren möchte zur Show oder nicht. Das ist das eine. Mhm. Wir werden halt spielen, wenn es wieder geht. Und das hat jetzt nicht so viel mit der Diskussion zu tun, ob geimpft oder nicht geimpft. Es ist so, dass wir uns ja aktuell an einer Datenlösung namens Luca beteiligen, von der wir glauben, dass sie viel früher und viel effektiver ein mehr oder weniger normales Leben wieder ermöglichen kann. Und das beinhaltet natürlich auch Konzerte und sonst eben auch das ganze andere öffentliche Leben. Das ist etwas, was ich für viel sinnvoller halte. Und da
bei Luca ist es auch so, dass da die Möglichkeiten, einen eventuellen Impfstatus oder sowas mit einbauen kann, natürlich möglich, aber es ist eine Frage, ob das gewollt wird oder nicht. Wenn Eventim sagt, sie haben in ihrem Buchungsvorgang eben auch die Möglichkeit, sowas zu hinterlegen, ist das nichts anderes, als wenn man, keine Ahnung, bei Six seinen Führerschein in die App hinterlegt oder so. Trotzdem muss ja gewährleistet sein, dass das funktioniert und eine valide Sache ist. Sonst könnte jeder da reinschreiben, dass er quasi geimpft ist oder nicht. Also etwas in einer App möglich zu machen, hat noch lange nichts mit dem administrativen Vorgang zu tun, mit dem Zusammenschluss an die Gesundheitsämter oder an die Bundesdruckerei. Das sind alles Sachen, die wir mit Luca bereits drauf haben. Von daher finde ich es auch keine besondere Nachricht. Jetzt geht die Verbindung leider ein bisschen schlecht. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder. Aber das ist das richtige Stichwort. Ich habe mir Luca auch mal hier auf mein Tablet geladen, damit wir es uns kurz angucken können, hier auf unserem Bildschirm im Studio. Das Ganze sieht so aus. Wenn wir mal drüber schalten, kurz auf den Bildschirm, liebe Regie. 3, 2, 1. Ist nicht drauf. Okay, wir haben vergessen, das Ganze zu koppeln. Schade. Gut, ich halte es euch mal so in die Kamera. Es ist relativ simpel. Ne? Man macht die App auf und dann ist da so ein QR-Code. Was passiert dann? Ja, also es ist nicht nur die App, sondern ein ganzes System. Die App, die wir gerade gesehen haben, das ist das Frontend, wenn man so möchte. Mit diesem QR-Code, der sich minütlich ändert, damit der fälschungssicher ist, kann man sich dann quasi in Restaurants einchecken oder in Museen. Man macht das Gleiche, was man bisher in der Dokumentationspflicht machen musste. Sprich, man hat da einen Zettel ausgefüllt. Nur dieses Mal ist es völlig anonym. An die Daten kommt weder der Betreiber, also der Softwarebetreiber ran, noch der Gastgeber, sprich das Restaurant, der Konzertsaal, noch die anderen oder auch ich selber nicht. Es wird nur dann freigeschaltet im Infektionsfall auf Nachfrage vom Gesundheitsamt. Damit ist es auch, bekommt es auch den Segen der Landesdatenschutzbehörden, die wir schon haben in einigen Bundesländern. Und ich glaube, dass auch gerade Datenschutz, das Vertrauen sozusagen, dass es eben eine wirklich sichere Sache ist, es überhaupt erst ermöglicht, die Dokumentationspflicht zu digitalisieren. In der Sylt wird die kommende Saison beispielsweise damit eingeläutet, nur mal kurz, und in Thüringen wird es ab nächste Woche öffentlich, sind 23 Gesundheitsämter angebunden, dort ist Jena die Modellstadt. Wir haben aktuell Gespräche mit dem Landesdatenschutz und dem Gesundheitsamt in Baden-Württemberg, dort haben wir auch große Pläne. Beispielsweise wollen wir den Hochschwarzwald bespielen, auch als Tourismus-Location. Wir sind in Gespräche in Hamburg mit St. Pauli und der Reeperbahn. Also es gibt ganz, ganz viele Geschichten, die wir mit Luca einbinden wollen. Aber das Ganze greift ja erst dann, wenn die Gesundheitsämter quasi wieder voll funktionabel sind. Da wird immer gesagt, das geht erst, wenn wir bei diesen berühmten 50 Infektionen auf 100.000 Leute in 7 Tagen gelandet sind, dann können die überhaupt wieder arbeiten. Oder würdest du sagen, das ganze System wird auch jetzt schon was bringen? Ich meine, das ist ja eh alles zu. Ja, na klar, noch ist es zu, noch müssen wir geringere Fallzahlen, geringere Inzidenzen haben. Aber ich denke, dass die Toleranzen erhöht werden können, dass es höher werden kann in der Zukunft als 50, weil dank Luca ist es möglich, Infektionsketten chirurgischer zu erkennen und gezielter zu reagieren, statt, ich sag mal, grobschlächtig mit der Lockdown-Keule durch ganz Deutschland zu kloppen. Das eine, es entlastet die Gesundheitsämter, das ist eigentlich das Wesentliche. Bis jetzt ist die Regelung so, wenn es überhaupt möglich wieder wäre, dürfen 1.000 Leute in einen Veranstaltungsraum, wenn dann und die alle müssten Zettel ausfüllen, dann wird einer krank, dann haben sie erstmal einen Riesenhaufen Zettel, 1.000 Stück, da muss ein Mitarbeiter oder Dutzende von Mitarbeitern durch die Listen gehen, anrufen, Zettel lesen und dann stimmt vielleicht die Hilfe nicht, die da eingetragen wird, alles Quatsch, funktioniert hinten und vorne nicht. Wenn das alles automatisiert ist, datensicher, und sie alle eingecheckt haben, ist das nur noch ein Knopfdruck und sie können Dutzende von Leuten im Gesundheitsamt andere Sachen machen lassen. Richtige Hygienekonzepte, gute andere Kooperationen und damit erhöhen wir die Möglichkeit, damit dämmen wir das Virus weiter ein, damit erhöhen wir die Möglichkeiten der Gesundheitsämter und damit können wir sicher auch mit höheren Toleranzen in Inzidenzien rechnen. Aber da drängt sich mir die Frage auf, warum das in der Corona-App, die ja von der Bundesregierung mit ziemlich viel Geld bezahlt wurde, nicht auch schon implementiert ist. Warum muss da ein Privatunternehmen oder eine Privatinitiative kommen und sagen, wir machen das jetzt? Naja, die Corona-App ist was anderes im Prinzip und sie kommt aus einer anderen Zeit. Man hat jetzt ja auch viel gelernt. Man ist ein Jahr alt, also ganz so alt ist sie nicht, ne? Ja, naja, aber also ich bitte Sie, wir haben die Pandemie aber nicht jetzt seit 5 Jahren, sondern eben erst seit 1 Jahr. Und im Zuge des Anfangs der Pandemie ist die Corona-Warn-App erdacht worden. Und es sind ganz andere Sachen erlernt worden von uns allen. Das ist jetzt ja nicht so was Besonderes. Mhm. Klar ist die Corona-Warn-App ein individueller Radar, der mir sagt, wie nah bin ich an einem Risiko. Aber es hat sich auch herausgestellt, dass so Individualfragen gar nicht wichtig sind. Pandemisch gedacht muss man in größeren, in Clustern denken, in Kohorten. Man kann 100 Leute zum Beispiel in einem
Konzertsaal in eine Ecke tun, sage ich mal, ganz grob schlächtig, und 100 in die andere. Und wenn dann einer infiziert ist, haben sie nicht 200, sondern nur 100 Leute. Und so muss man das ein bisschen zusammenfassen. Und das ist das, was Luca macht. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Ich glaube, das ist ein guter Mix aus der Corona-Warn-App, dem System Luca, günstigen Selbsttests, einer entsprechenden Impfhintergrund und den üblichen Hygienemaßnahmen uns relativ bald ein gutes, mehr oder weniger normales Leben verschaffen kann, kulturelles Leben, nicht volles Rohr, aber so, dass wir damit durch die Pandemie kommen könnten. Vielleicht nochmal abschließend jetzt eine Frage, die sich vielleicht auch manche stellen. Verdient da irgendjemand an der App und kostet die was für die Leute, die sie benutzen? Nein, neben dem Datenschutz ist es ganz wichtig, dass die Benutzer und auch die Betreiber in Restaurants, in Sälen dafür eben nichts bezahlen. Es gibt Einrichtungskosten bei den Gesundheitsämtern, die überwiegend von der vom Bund oder vom Land oder von der Bundesdruckerei bezahlt, je nachdem, was das ist. Und das ist eigentlich das. Wir wollen das kulturelle Leben zurück. Wir haben mit der Entwicklung der App angefangen Mitte letzten Jahres, ne, oder im August, als wir gemerkt haben, dass man sowas braucht. Und wir haben festgestellt, wir sind die einzige Lösung in ganz Europa. Es gibt, ich weiß, es ist in Ghana sowas Ähnliches gibt und in Südkorea. Das sind natürlich ganz andere politische Umstände. Und von daher haben wir, wir haben den deutschen Rap erfunden und jetzt haben wir das Luca-System erfunden. Ich weiß auch nicht, warum wir es zum ersten Mal, es wundert mich selbst. Aber ich denke, wir sind vielleicht, weil wir mit breitem Kreuz gleich gesagt haben, wir müssen an die Gesundheitsämter ran und nicht erstmal irgendwie eine Erfassungs-App, die Check-in, Check-out-Daten digitalisieren. Das kann ja jeder. Das System muss stimmen. Man muss die Gesundheitsämter entlasten. Ja, aber trotzdem die Frage da, warum ist da eine private Initiative von zugegeben bekannten Menschen, die das auch breit machen können, nötig? Warum ist die Politik da nicht selber drauf gekommen? Ich finde nicht, dass man jetzt sich hinstellen sollte und sagen sollte, die Politik muss das alles erfinden. Die Politik, ich sag mal, sind auch nur Menschen. Wir haben ohnehin, es gibt es ohne Ende zu tun, es gibt immer wieder gute, findige Ideen, die gerade aus der Privatwirtschaft viel effizienter, viel mutiger und viel schneller gemacht werden müssen. Bei einem bundesdeutschen Staatsprodukt, da haben sie doch viel zu viele administrative Abstimmungsvorgänge, bis man sich da überhaupt einigt. Also es ist so, es brennt jetzt. Ich reiße jetzt den Feuerlöscher von der Wand. Ich frage doch nicht, wer erfüllt den Feuerlöscher und wer bezahlt ihn, sondern ich reiße ihn von der Wand, ich lösche das Feuer und dann hinterher können wir uns überlegen, was wir damit weitermachen. Das ist mal ein Wort. Ich danke dir, Smudo, für diese Vorstellung der App und für deine Worte zu dieser großen, schwierigen Diskussion und wünsche einen schönen Abend. Auch so. Danke. Tschüss. Ja, also die Frage, ist die Aufhebung von diesen Grundrechtseinschränkungen, die wir haben, treibt viele Branchen um, auch die Konzertbranche natürlich, die ist besonders betroffen, aber auch Friseure, die Reisebranche, im Grunde sind es sehr, sehr viele, ein sehr, sehr großer Wirtschaftszweig, der sich eingeschränkt sieht. Und die ganze Frage, ob das jetzt richtig ist oder nicht, diesen Menschen, die eine Impfung haben, diese Rechte zurückzugeben, die hat sich heute der Deutsche Ethikrat angeguckt, bisher ist er schon länger, aber heute die Ergebnisse vorgestellt. Und Stefan Resch fasst uns ganz kurz zusammen, was dabei rausgekommen ist. Wird das der gelbe Freibrief werden? Könnte der Corona-Sticker im Impfausweis bei die Erlaubnis fürs Kino, Konzert oder den Urlaub sein? Dazu hat sich heute der Ethikrat geäußert und sich eher zurückhaltend gezeigt, auch weil noch nicht klar sei, ob Geimpfte andere anstecken können. Eine vorherige individuelle Rücknahme von Freiheitsbeschränkungen nur für geimpfte Personen ließe sich allenfalls dann rechtfertigen, wenn, wie gesagt, hinreichend gesichert wäre, dass sie das Virus nicht mehr weiter verbreiten können. Dabei wären zudem Fragen der Gerechtigkeit sowie der Folgen für die Akzeptanz der Impfstrategie zu berücksichtigen. Trotzdem, Spaß nur mit Spritze, das könnte kommen und der Impfausweis zur Eintrittskarte werden. Denn in der Wirtschaft gilt Vertragsfreiheit, wenn es nicht gerade um die Grundversorgung geht. Und so könnte es an der Tür zum Club bald nicht mehr nur aufs Äußere ankommen, sondern auch auf die inneren Werte. Ja, oder eben nicht. Das ist die große Frage. Darüber möchten wir jetzt diskutieren mit Professor Alena Bix, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Wir haben sie gerade schon ganz kurz im O-Ton gehört und ich grüße sie jetzt im Studio in Berlin. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Jetzt haben wir ganz klar schon mal gesagt, von Ihrer Seite aus finden Sie das nicht in Ordnung, wenn Menschen, die geimpft sind, die Grundrechte zurückbekommen. Wie schwierig ist Ihnen diese Entscheidung im Gremium gefallen? Also wir haben das so nicht genau formuliert, weil uns natürlich klar ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, dass wir alle diese Freiheitseinschränkungen, die staatlichen, über die ich jetzt mal zunächst spreche, weiter aushalten. Wir haben gesagt, diese staatlichen Einschränkungen, die sind ja auch dafür da, dass wir uns gegenseitig schützen.
Und da geht es eben dann auch darum, ob man als geimpfte Person noch jemand anderen anstecken kann. Es wäre sehr unverantwortlich, sowas aufzuheben, wenn dann die Person durch die Gegend läuft und alle möglichen anderen noch anstecken kann. Und da ist im Moment, gibt es erste Indizien und erste Hinweise, aber da sind wir einfach noch von einer belastbaren Datenlage ein ordentliches Stück entfernt. Und wir gehen davon aus, dass wir das auch erst wissen, wenn das Impfprogramm schon ordentlich Wirkung zeigt. Also wenn Erkrankungsfälle, schwere Verläufe, Krankenhausaufnahmen und so weiter deutlich runtergehen, weil wir ja gerade diejenigen mit den höchsten Risiken bevorzugt impfen. Sodass sich dann müssen diese Freiheitsbeschränkungen sowieso vorsichtig und schrittweise, aber für alle aufgehoben werden, sodass sich dann quasi die Frage hoffentlich tatsächlich auch erledigt hat. Das klingt das aber haben ein wir, wenn so, ich das so sagen darf, ganz klar unterschieden von den Angeboten privater Anbieter. Das ist wirklich wichtig. Das muss man auseinanderhalten. Okay, da möchte ich gleich mal zukommen. Aber es klingt jetzt gerade so ein bisschen so, als ob Sie sagen müssen, sorry, wir wissen eigentlich noch gar nicht genug, um diese Frage schlussendlich beantworten zu können. Warum haben Sie die versucht trotzdem ja schon zu beantworten? Wir haben das angelegt. Also da haben wir wirklich drum gerungen. Das ist auch einfach schwierig. Die einen sagen, ihr müsst ganz, ganz, ganz weit nach vorne denken. Wir sagen, puh, da gibt es so viele unterschiedliche Szenarien und so viele Sachen, an denen dann Fragezeichen wäre. Das wäre dann schon sehr, sehr spekulative Ethik. Gibt es einen Fachbegriff und der ist nicht gerade positiv. Und die anderen sagen, sagt da gar nichts zu. Ja, wieso redet ihr da denn jetzt überhaupt schon drüber? Also da ist man sozusagen between a rock and a hard place, wie das die Briten sagen. Wir haben uns entschieden, jetzt mal eine klare Aussage zu machen, für jetzt, und haben vorsichtig angelegt, wenn man sehr viel sicherer wüsste, dass Menschen nicht ansteckend sind, dass man dann diese Frage nochmal neu angucken müsste. Ist aber viel Konjunktiv dabei, könnte es tatsächlich sein, dass die Rückgabe bestimmter Freiheitsbeschränkungen sogar geboten ist. Und da müsste man dann eben aus ethischer Perspektive noch darauf achten, dass das nicht zu großen Ungerechtigkeiten führt, dass das nicht schlechte Effekte auf die auf das Impfprogramm hat. Aber das müsste man sich dann nochmal angucken. Also es klingt nach viel Konjunktiv. Ich habe hier schon mal eine relativ harsche Frage an Sie, die ich trotzdem mal weitergebe, zum Thema Grundrechte, denn darüber reden wir ja. Ne? Die Grundrechte sind zum größten Teil eingeschränkt worden und ein User auf YouTube möchte wissen, was erdreistet sich ein Ethikrat, die demokratischen Grundrechte der Menschen in diesem Land als verhandelbar zu erachten? Da höre ich eine gehörige Portion Verärgerung heraus. Ja, also ich finde das ganz wichtig erstmal, das haben wir auch sehr deutlich gesagt, überall wird ja immer noch dieser Begriff leider Privilegien oder irgendwie sowas verwendet oder Sonderrecht oder sonst irgendwas. Also da haben wir sehr klar unterschieden. Es geht um die Rücknahme von Freiheitseinschränkungen. Es geht um die Rückgabe von Grundrechten. Das ist absolut richtig im Bereich der staatlichen Maßnahmen. Und bei den Angeboten von Privaten geht es um eine Differenzierung nach Impfstatus, die dann eben private Anbieter umsetzen würden. Also das ist mal eine ganz wichtige Unterscheidung. Und wir haben uns ja nicht dazu geäußert, dass man die Grundrechte jetzt allen wegnehmen soll, sondern wir haben gesagt, die Maßnahmen, die im Moment umgesetzt werden, die sind deswegen verhältnismäßig, weil wir sie brauchen, um die Pandemie einzudämmen und weil wir das Gesundheitssystem für alle erhalten wollen. Und das ist eben der Punkt für diese ganz spezifische Fragestellung, weil wir auch noch nicht wissen, ob die Geimpften, denen wir die Grundrechte wiedergeben würden, nicht andere weiter anstecken können und dann die Pandemie wieder voll anheizen, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Also wir erdreisten uns da nicht irgendwie Urteile über Grundrechte jetzt ja, jetzt nein, einfach so zu fällen, sondern wir arbeiten aus, was die Voraussetzungen jeweils wären. Und das ist tatsächlich unsere Aufgabe und das ist leider, will ich fast sagen, ein bisschen differenzierter, als das viele gerne hätten. Und ich kann das wahnsinnig gut verstehen. Wir sind alle wirklich müde und niemand hat sozusagen Lust auf den Zustand, in dem wir schon alle
viel zu lange sind. Es gibt aber auch Stimmen, die quasi fordern, dass wenn jetzt mehr es möglich ist, dass Menschen geimpft sind und dann sich vielleicht freier bewegen könnten, weil sie eventuell dann auch nicht mehr ansteckend sind oder andere Menschen nicht mehr infizieren können, dass es dann eine schnellere Rückkehr zur Normalität gibt. Unter anderem der Philosophieprofessor Markus Gabriel, den haben wir ja interviewt. Je mehr Geimpfte sich wieder normal bewegen können, also teilnehmen können an einem freien sozialen Austausch unter Menschen, je mehr dies möglich ist durch eben die Verbreitung der Impfung, desto besser geht es selbstverständlich insgesamt unserem Gemeinwesen, das ja dringend eine Rückkehr zur Normalität braucht. Tja, was entgegnen Sie dem Kollegen? Genau, wir haben was, wir haben ein anderes Argument verwendet, aber das geht in eine ähnliche Richtung. Wir haben ja um Himmels Willen nicht gesagt, man dürfe sozusagen niemals lockern, sondern wir haben ganz klar gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, sobald sich die Situation verbessert und sobald auch die Impfstrategie Wirkung zeigt, müssen die Freiheitsrechte für alle Schritt für Schritt und sozusagen verantwortlich, aber dann müssen sie wiederhergestellt werden. Das ist nicht nur für unser Gemeinwesen wichtig, sondern das ist natürlich auch für uns als Individuen sehr wichtig. Wir haben nur gesagt, da man eben noch nicht weiß, ob Geimpfte nicht weiter ansteckend sind und dann diesen mühsam errungenen Fortschritt, den wir jetzt sehen, im Kampf gegen die Pandemie sozusagen konterkarieren würden, können wir jetzt nicht sagen, jetzt heben wir für die Geimpften die Freiheitsbeschränkungen. Aber das ist doch, also Sie machen ja den Unterschied die ganze Zeit zwischen Politik und Wirtschaft. Ne? Also die Politik kann jetzt quasi diese Hygienemaßnahmen vorgeben und sagen, okay, wir machen jetzt alle Restaurants dicht und vorher kann sich ja Wirtschaft überhaupt gar nicht anders verhalten. Also man kann jetzt nicht hingehen als Restaurantbetreiber und kann sagen, wenn ich jetzt aber Geimpfte reinlasse, dann kann ich mich über diese Hygienemaßnahmen hinwegsetzen, sondern die sind ja an die Vorgaben der Politik gebunden. Das heißt, erst wenn alle Restaurants aufmachen, könnte sich ein Restaurantbetreiber dazu entschließen oder ein Konzertveranstalter zu sagen, hier kommen nur geimpfte Menschen rein. Aber es wäre doch auch möglich, dass Politik genau das initiativ entscheidet und sagt, okay, wir haben jetzt ein Impfangebot für ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, wir müssen zur Normalität zurückkehren, also erlassen wir genau diese Maßnahme, Restaurants dürfen aufmachen, wenn sie nur Geimpfte reinlassen. Das wäre doch möglich, oder? Wenn wir ein Impfangebot für die Hälfte der Bevölkerung haben, dann haben wir einen starken Effekt auf die Pandemie. Also dann, wir sehen das ja nicht erst, wenn die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist, sondern das ist vielleicht vielen nicht so klar. Wir reden hier ja über eine Bevorzugung bei der Impfung von den Menschen, die besonders gefährdet sind, zu erkranken, schwer zu erkranken, ins Krankenhaus zu müssen, auf Intensivstation zu müssen. Das wird sich, das sehen wir jetzt gerade beispielsweise in Israel, wo sich jetzt gerade der Trend umgedreht hat, das sehen wir sehr deutlich, dass das passieren wird. Und das heißt, wenn wir der Hälfte der Bevölkerung ein Impfangebot machen können, müssten diese Beschränkungen längst aufgehoben sein. Das ist dieses Argument. Wir haben das, weil wir da redlich bleiben wollten, deswegen ja auch angelegt, das habe ich gerade schon gesagt, wenn das nicht passiert, dass man sich das dann nochmal anschauen müsste. Gut, dann schraube ich runter. Aber da glaube ich, ist das schon fair. Nicht 50% der Bevölkerung, sondern 10% der Bevölkerung. So. Würden Sie dann noch mitgehen und sagen, okay, dann muss man das auch ermöglichen, dann muss man aufmachen? Ich mag also solche sozusagen Zahlenpunkte, auf die man mich festlegen will, nicht ganz so gerne. Aber es wäre erstmal die Voraussetzung, dann tatsächlich nochmal zu prüfen, ob diese Menschen dann nicht noch wieder andere anstecken können. Mhm. Erstens. Zweitens muss man sich klar machen, das ist auch etwas, was wir relativ intensiv diskutiert haben, wenn das so ein kleiner Teil der Bevölkerung ist und ja auch besonders Risikogruppen betrifft, also diejenigen, die sozusagen besonders gefährdet sind durch die Pandemie oder die sich selber für uns alle besonderen Risiken aussetzen, dann ist es eine herausfordernde Situation zu sagen, ihr geht in Systeme, wo wir noch nicht sicher wissen, ob ihr nicht doch wiederum dann andere gefährden könnt und esst da irgendwie ein Schnitzel oder so. Wir haben eine Ausnahme formuliert in einem anderen Bereich, den man
aus ethischer Perspektive sehr, sehr viel besser rechtfertigen kann. Und das sind tatsächlich weitgehend geschlossene Systeme, also wo ich nicht mal abends irgendwie hinmarschiere und dann ist da eine Kellnerin, keine Ahnung, was jetzt mit der ist, die ist ja nicht in irgendeiner bevorzugten Impfgruppe, also die ist zu dem Zeitpunkt sicher noch nicht geimpft und so. Solche Dinge muss man dann ja auch schon ein bisschen mitbedenken, sondern wir haben gesagt, es gibt Systeme, wo eventuell alle geimpft sein werden, weil das alles Menschen sind, die zu einer Risikogruppe gehören. Also und das 10-80-Jährige dürfen zusammen Kaffee trinken, weil... Das sind die Menschen und auch diejenigen, die sie versorgen, in Einrichtungen beispielsweise Langzeitpflege, Hospiz und so weiter. Mhm. Und die sind auch ganz, ganz erheblich mehr belastet in ihrem ganz essentiellen Lebensvollzug als viele, viele andere. Und da haben wir gesagt, da gibt es immer noch sehr gravierende Isolationsmaßnahmen. Und in einem solchen geschlossenen System, da könnte man auch da wiederum mit Augenmaß diese drastischen Isolationsmaßnahmen vorsichtig zurücknehmen. Also das dass aber dann die heißen, dann wieder zusammen den Kaffee trinken. Das, oder das Amigos-Konzert könnte dann wieder stattfinden. Wenn das Amigos-Konzert nur von Menschen umgesetzt würde, die alle, weil sie zur Risikogruppe gehören, tatsächlich auch geimpft wurden, ja. Das ist natürlich einfach ein sehr, sehr hypothetischer Fall. Ja. Also und plus, Konzerte können ja einfach im Moment gar nicht stattfinden. Also das ist tatsächlich das Problem, dass dann auch die Bühnenarbeiter und die Menschen, die Bühne aufbauen und alles, die müssten auch alle geimpft sein und die kriegen die Impfung ja erstmal nicht. Okay, sorry, dass ich es jetzt ein bisschen ärgern musste, aber die Frage brannte mir einfach auf der Zunge. Sind alles ja berechtigte Fragen. Aber das Interessante ist tatsächlich, dass die Bundeskanzlerin hat ja im ARD-Interview vor kurzem genau für diesen Fall auch gesprochen. Das heißt, wir haben ein Impfangebot für jeden. Aber es gibt trotzdem Menschen, die verweigern sich. Es ist ja immer noch die Frage, ob tatsächlich alle mitmachen. Und wenn wir dann nur eine, weiß ich nicht, Impfquote von 40% haben, aber jeder könnte, dann hat sie Folgendes dazu gesagt. Dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht auch bestimmte Dinge nicht machen. Würden Sie da mitgehen, Frau Büchs? Also das ist jetzt nämlich ein anderer Bereich, gehe ich jedenfalls davon aus, weil die Kanzlerin das da gar nicht irgendwie ausbuchstabiert, aber ich gehe davon aus, dass es da jetzt eben um den Bereich geht von Angeboten durch Private. Und da haben wir relativ klar formuliert, da herrscht Vertragsfreiheit. Also wenn in diesen Bereichen wieder Verträge gemacht werden können, dann können die Anbieter die mit denjenigen machen, mit denen sie wollen. Da könnten sie das auch nur Geimpften anbieten. Es sei denn, da gibt es eine Einschränkung. Das sind Angebote, die für eine basale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben notwendig sind. Das müssen Sie kurz erklären. Basale Teilhabe, das Wort ist heute schon sehr oft gefallen in der Pressekonferenz. Da haben viele Menschen, glaube ich, Fragezeichen gehabt. Also das sind so Sachen der basalen Daseinsvorsorge. Ich gebe mal ein praktisches Beispiel. Ich habe ein Busunternehmen, es kann auch öffentlicher Nahverkehr sein. Es gibt einen Bus, nur den einen Bus, der aus einem Dorf in die nächste Stadt fährt. Sowas darf man dann nicht einschränken und sagen, das ist nur für Geimpfte. Aber der Italiener um die Ecke, wenn es noch 25 andere Italiener gibt in dem Viertel, der könnte das machen. Mhm. Und ich glaube, ich kann das nicht einschätzen, ob es in dem Interview darum ging, aber das ist tatsächlich etwas, was sich dann die Anbieter überlegen werden. Und wenn ich so in die Branchen reinhöre, dann hört man da sehr unterschiedliche Meinungen, die einen oder Ansichten. Die einen sagen, ja, wir wollen das machen oder ich kann mir das vorstellen und andere sagen, auf gar keinen Fall. Und ich persönlich glaube, also das ist jedenfalls meine hoffende Erwartung, dass wir eigentlich nur eine relativ kurze Phase haben, in der das für die Anbieter irgendwie groß interessant wäre, sondern dass man da mit smarten Lösungen, Smoodo hat ja gerade eine sehr smarte Lösung vorgestellt, mhm. Also sozusagen digitalen Tools, die man einsetzen kann, Schnelltests und so weiter und eben der Erwartung, dass immer mehr Menschen geimpft sind, wir haben eine gute Impfbereitschaft, dass man dann als Gastgeber, das sind ja viele Branchen, die sozusagen gastgebend sind, eher nicht sagen wird, ich mache das jetzt nur für die Geimpften.
Ich habe hier einen Kommentar, der geht so ein bisschen in die Richtung Grundrechte wieder. Und das ist eine Frage, die sich besonders junge Menschen hier im Stream stellen. Wie fair ist es der Jugend gegenüber, Freiheit für Geimpfte bei diesem geringen Impftempo einzuführen? Oder auch generell, ich habe hier noch einen anderen Kommentar gehabt, wie kann es sein, dass ich unverschuldet, nur weil ich 39 Jahre und kerngesund bin, die Impfung als letztes erhalte und bis dahin keine Konzerte, Restaurants oder Reisen tätigen oder besuchen darf? Also da gibt es ja auch schon ein Unverständnis, gerade man ist jung, man ist im Grunde nicht besonders ein Risikopatient, man könnte sein Leben genießen, man könnte auch die Wirtschaft wieder ankurbeln, ist aber bei den Impfungen ganz am Schluss und kann dann überhaupt, also da müssen wir noch länger warten, bis es überhaupt alles wieder in die Gänge kommt, ne? Okay, ich glaube, da gehen ein paar Sachen ein bisschen durcheinander. Also ich müsste vielleicht erstmal erklären, ich verstehe den Frust darüber total, warum Jüngere bei den Impfungen später drankommen. Weil da gibt es ja einen Grund für. Das ist ja nicht irgendwie so vom Himmel gefallen, sondern da gibt es einen rechtsethischen Rahmen, der vorgibt, dass diejenigen, die besonders gefährdet sind, die besondere Risiken haben, aus sich selbst heraus, prioritär geimpft werden oder diejenigen, die sich für uns alle besonderen Risiken aussetzen im Beruf. Das sind vor allem Menschen im Gesundheitswesen, aber auch in anderen Bereichen der sogenannten Daseinsvorsorge, also Polizisten, aber auch Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Reihe von Gruppen. Die Ständige Impfkommission hat das aufgeschlüsselt in einer Impfempfehlung, die wird ständig überarbeitet und da wird die Evidenz sozusagen eingepflegt, wenn es da neue Erkenntnisse gibt. Und das ist, ich finde das, ich meine, ich bin da auch nicht unter den prioritären Gruppen. Das ist wirklich hart, aber junge Menschen haben einfach im Vergleich zu diesen Risikogruppen deutlich niedrigere Risiken, schwer zu erkranken oder gar zu versterben. Und so bedingt sich, dass diese Priorisierung bei der Impfung ist. Das bedingt natürlich, dass jüngere Menschen, wenn sie nicht irgendwelche Vorerkrankungen haben oder bestimmte Funktionen, also eben Krankenschwester sind oder was auch immer, lange warten müssen. Verstehe ich total den Frust. Das heißt aber, selbst die werden jetzt nicht geimpft und deswegen sind irgendwelche Rückgaben von Freiheitsbeschränkungen für Geimpfte für jüngere Menschen nicht erheblich. Das ist ja gerade der Punkt. Das wäre nur so, wenn man in einer umgekehrten Reihenfolge impfen würde. Das heißt, für jüngere Menschen, für sehr, sehr viele Menschen in diesem Land ist vor allem wichtig, dass das Impfprogramm insgesamt möglichst zügig, möglichst schnell, möglichst effektiv weiterläuft, damit die Belastung des Gesundheitswesens runtergeht, damit die Pandemie eingedämmt wird, weil wir alle hoffen, wir wissen noch nicht wie viel, aber wir alle hoffen natürlich, dass diese sogenannte Transmission, also die Übertragung eben doch reduziert wird, damit dann für junge Menschen die Beschränkungen aufgehoben werden, noch lange bevor sie dran sind bei der Impfung. Also das Ganze ist dann ja aber auch, das hört man ja in den Kommentaren, so ein bisschen, na, ich würde nicht Neiddebatte sagen, aber es klingt schon so ein bisschen Unverständnis und so ein bisschen Neid mit. Auch da haben wir den Philosophieprofessor Markus Gabriel mal nachgefragt, der hat da auch einen Standpunkt zu. Ich glaube, wir sollten insgesamt umstellen, ja, von dem Verdacht, dass es hier um Neid und Missgunst, Privilegien und Asymmetrien geht. Menschen, die jetzt eben besonders gefährdet sind, denen sollten wir gönnen, möglichst schnell ihre Freiheit zurückzuerlangen, statt eine Diskussion darüber zu führen, dass, was weiß ich, 22-Jährige neidisch darauf sind, dass ihre Großmutter wieder ins Restaurant darf. Tja, also Frau Büchs, sollten wir vielleicht einfach mehr gönnen? Also das, glaube ich, ist grundsätzlich ja eine gute Haltung. Aber nochmal, wir wissen nicht, ob dann die Oma im Restaurant nicht wieder andere anstecken würde. Also ich finde das schwierig, wenn man diesen Punkt immer weglässt und das Argument sozusagen, wir machen mal jetzt die Hypothese. Das finde ich dann schon auch schwierig. Also da muss man redlich bleiben. Und das haben wir versucht. Deswegen haben wir jetzt mal für jetzt Flöcke eingehauen und ethische Orientierungen formuliert. Und das habe ich ja eben auch schon gesagt, offen gelassen, wenn wir das sicher wüssten, müsste man sich das nochmal angucken. Und wie gesagt, was den Bereich der privaten Anbieter anbelangt, sowieso, sobald die wieder aufmachen können, können die das ja machen. Also ich finde das nämlich, das muss ich jetzt auch mal sagen, gemein, wenn man jetzt uns sagen würde, ihr gönnt das allen nicht.
Ja, und ihr seid ja so wahnsinnig hart. Darum geht's wirklich nicht, sondern wir haben versucht zu untersuchen mit dem, was man jetzt weiß und worauf man sich jetzt verlassen kann, wie man das so gestalten kann, dass möglichst viele und nicht nur bestimmte Gruppen, möglichst viele einen möglichst guten Weg durch diese Pandemie irgendwie gehen können. Jedenfalls in Bezug auf diesen Teilaspekt. Also um Gottes Willen will das jetzt nicht über den, natürlich nicht mit Blick auf alles, sondern auf diesen Teilaspekt. Es klingt nach einer bisschen undankbarer Aufgabe. Sind Sie da so ein bisschen frustriert oder fühlen Sie sich unverstanden in dem, was Sie jetzt empfohlen haben? Nein, das ist keine undankbare Aufgabe. Das ist ein schwieriges Thema und das ist eine schwierige Aufgabe. Das ist bei ethischen Fragen häufig so. Wir bemühen uns, das muss man auch noch dazu sagen, ist immer einfacher im eigenen Recht, wenn ich mich als Medizinethikprofessorin irgendwo hinstelle, dann kann ich sozusagen eine andere Position auch vortragen, als wenn man gemeinsam im Gremium Empfehlungen erarbeitet, die man auch im Konsens trägt, wo also auch viele unterschiedliche Positionen am Tisch sitzen und man das gemeinsam zusammenführen muss. Das sind sehr, sehr intensive Debatten. Und das muss ich auch sagen, das habe ich inzwischen einfach dadurch gelernt, dass wir jetzt ja schon mehrmals Empfehlungen formuliert haben. Man schafft das nie, dass man alle oder auch nur sehr, sehr viele sozusagen zufriedenstellt und alle sagen, das ist total super, was ihr da erarbeitet habt, sondern man kann immer nur versuchen, das so gut wie möglich und so gerecht wie möglich zu formulieren und zu empfehlen und möglichst viele oder, also man bemüht sich natürlich darum alle, aber bleiben wir bescheiden, möglichst viele Interessen, möglichst viele Gruppen, möglichst viele Aspekte mit einzubeziehen, um dann eben zu einem Ergebnis zu kommen, bei dem man sagt, das ist jetzt belastbar. Und wir erwarten ja keine Jubelstürme oder sowas, sondern wir hoffen, dass wir in die Debatte ein paar Punkte einbringen können, dass wir da ein paar sinnvolle Unterscheidungen einbringen. Also wenn dieser Begriff der Privilegien verschwindet, wäre das schon mal super. Mhm. Wenn diese Vermischung, die immer stattfindet zwischen, also dass man immer sozusagen vermischt Freiheitsbeschränkungen, staatliche Freiheitsbeschränkungen und die Angebote, die private Anbieter machen. Das sind einfach doch recht unterschiedliche Konstellationen. Wenn uns das gelingt, da ein bisschen Differenzierung reinzubringen, dann bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Ich lese hier bei uns im Chat so ein bisschen Frust. Hier zum Beispiel schreibt Haiwan, wenn sich momentan nur Hypothesen zur Beantwortung anbieten, könnt ihr mir gerne auf meinen Rechner kurz schalten hier. Ich markiere das mal. Dann hätte man das Ganze einfach aussetzen sollen, bis es eine klare Datenlage gibt. Also trotzdem haben wir ja schon darüber gesprochen, warum trotzdem das jetzt beantwortet werden sollte. Es ist einfach eine schwierige Zeit und da muss man über Sachen reden, auch vielleicht früh reden. Und hier in der Erinnerung von Cronard Brink, es gibt ja schon eine Studie bei AstraZeneca, dass es wahrscheinlich nicht ansteckend ist oder zumindest, dass es diese sogenannte sterile Immunität gibt, also dass nur dass zu 67% die Menschen nicht mehr andere Menschen anstecken und das könnte dann auch bei anderen Impfstoffen gelten. Das würde dann zumindest eine If-Schleife, eine Wenn-Dann-Schleife aus Ihrer Gleichung herausnehmen, Frau Büchs, und dann wären wir schon einen Schritt weiter. Für heute sage ich aber erstmal vielen Dank, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben, nach diesem langen Tag und diesen schwierigen Diskussionen mit uns darüber zu reden. Und einen schönen Gruß nach Berlin. Sehr gerne. Dankeschön. Und auch euch vielen Dank fürs Zusehen, fürs Mitdiskutieren, für eure Meinungen. Ich kann den Frust natürlich verstehen, wir alle können den verstehen. Ich glaube, viele Menschen sind Corona-müde. Haben wir auch tatsächlich heute auf Instagram noch was darüber gemacht. Könnt ihr mal reingucken, woran das liegt. Außerdem möchte ich euch empfehlen, das Video von meiner Kollegin Christiane Hübscher von Inside Politics, unserer Politikreihe aus dem Hauptstadtstudio Berlin. Da hat sie diese ganze Diskussion um die Frage, ob Freiheitsrechte Geimpften zurückgegeben werden können, nochmal aufgedröselt. In 12 Minuten kompakt könnt ihr auch gerne teilen, genau wie diesen Stream. Uns ein Abo da lassen und ein Like da lassen. Alles, was man so machen kann in diesem Internet. Aber jetzt mache ich erstmal einen Sack zu und sage bis zum nächsten Mal und tschüss.